Welcome to my Cribs. Was los? Wir sind hier in Berlin gerade angekommen. Im stürmischen Berlin heute. Das ist echt ein heftiger Wind. Der Chris ist mit da. Hallo. Und das ist das Hotel, in dem wir sind. Es hat auf jeden Fall einen Fernseher und ich habe die SNES dabei. Die Mini. Dann können wir das machen. Wir haben getrennte Betten. Schade, aber ist halt so. Was ist hier los? Hallo. Beste Aussicht direkt auf dem Strand. Finde ich super toll. Und jetzt kommt das Highlight, denn es kommt ja immer das Bad. Das ist eigentlich immer das Beste, ne? Wir haben einen Föhn. Hallo. Oh, ich bin zensiert. Hey. Und das sieht alles okay aus. Sieht echt super aus. Dusche gefällt mir sehr gut. Kann man nichts sagen. Naja, dann gucken wir mal, was Berlin so zu bieten hat. Hier in Berlin, in einem Hotel, wird es erstmal auf einem Mülleimer die Super Nintendo bei mir hochgefahren. Ich habe es echt noch nicht geschafft, die Tage anzumachen. Was passiert jetzt? Oh, da kommt was. Ach, da muss man die Sprache einstellen. Jetzt werde ich sie entjungfern. Yay! Yo Leute, wir sind in Berlin angekommen. Jetzt nochmals hier, jetzt mal vor der Kamera. Wir können irgendwo hin. Hier fährt keine Bahn mehr. Es ist Orkanstufe 11 hier. Es fahren keine S-Bahnen, keine U-Bahnen. Die Deutsche Bahn fährt nicht mehr. Berlin ist wie ausgestorben. Die kloppen sich unten schon um die letzten Taxis. Das ist voll krank gerade. Ich fahre mich nur ein bisschen rein. Ja, wir haben überlegt, ob wir ein Startup machen mit Taxis. Oder so. Das ist echt schon ein Ausnahmezustand heute hier. Wie die Leute sich da kloppen. Ich war jetzt gerade mal bei der Bahn. Und alles komplett stillgelegt. Also kein Mensch am Gleis. Alle oben in den Informationen drin. Das ist richtig heftig, ey. Hallihallo meine Freunde, ich bin wieder da, denn ich bin jetzt fertig mit der Busfahrt und die war ziemlich interessant, fand ich. Oh, guck mal, da ist eine Bahn. Und jetzt geht es dann eigentlich direkt weiter. Ich bin jetzt schon etwas eher ausgestiegen, denn ich werde jetzt nochmal zum J-Store traveln. Und dann werde ich mich noch mit dem Toasty treffen, einen der Abonnenten von GameBuds. Und natürlich auch hier bei Baumi. Bestimmt. Und dann werde ich versuchen, dass ich noch in eines der japanischen Restaurants gehen kann. Ich habe da in der Animania-Gruppe nachgefragt. Ich hoffe, das klappt alles und dann sehen wir uns später bei dem, was ich schaffe. Ciao! Wegen dem Fahrgästen auf Sturmschäden ist der Zugverkehr der S-Bahn stark eingeschränkt. Bitte weichen Sie auch auf die Verkehrsmittel der BVG aus. Wenn ich meinem Handy Glauben schenken darf, müsste hier gleich der J-Store sein. Und ja, hat alles soweit geklappt mit der S-Bahn. Ich hatte mich zwar davor verlaufen, aber das stört mich nicht. Da sieht man mal ein paar neue Ecken. Und es soll auch eine japanische Fusionsküche sein. Vielleicht schaue ich mir die auch noch an. Mal gucken. Hier ist auf jeden Fall ein Sushi-Mann. Sushi-Mann! Auch auf diesem Weg habe ich mich wieder dreimal verlaufen, aber ich habe es geschafft. Da vorne ist der J-Store und da gehe ich jetzt mal rein und ich glaube, falls ich was kaufe, mache ich noch ein Hauling danach. Da gibt es dann aber mal ein extra Video dazu. Ich will ja nicht unhöflich sein und einfach filmen, deswegen ich erzähle euch dann, wie der J-Store war. Dann macht's gut, bis gleich. So, und dann trotzdem mal ganz schnell 30 Euro ausgegeben. Für was? Das seht ihr noch. Was es genau ist, das seht ihr im Hauling. Was hier alles gibt. Hier gibt es auch viele. War jetzt da lecker essen, hat sehr gut geschmeckt. Man hat gemerkt, die haben trotzdem müssen teilweise europäische Zutaten verwenden, weil du die natürlich hier nicht kriegst. War aber trotzdem sehr, sehr lecker, vor allem die Miso-Suppe. Waren aber komischerweise Zwiebeln drin. Kenn ich so jetzt nicht. Nehmen wir nochmal den J-Store. Ja, kann ich nur empfehlen. Jetzt geht's weiter zum Toasty. Ich hoffe mal, dass das klappt mit dem Treffen etc. Bis gleich. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin zum Dunkin' Donuts gekommen und ich habe auch den Toasty gefunden. Jo. Und jetzt hat er die einmalige Chance, im Video zu sein und mir zu sagen, wie bist du überhaupt damals auf GameBuds gekommen oder auf der Baumi? Was war das erste Video? Das erste Video kenne ich nicht mehr, aber ich glaube, Tien war das. Ja, wie die meisten.
der hat mal drauf verwiesen und ich glaube, ihr wart bei dem Video. Das kann passieren. Und dann bin ich halt auf euren Kanal. Auf die Kanäls! Okay, ja, dann lassen wir es uns schmecken und mal gucken, was die GoPro macht, wenn ich die da reindrücke. Okay, nix anscheinend. So, wir haben es jetzt geschafft und wir waren jetzt, was ist das für ein Licht? Achso, das ist das WLAN. Wir waren jetzt bei Dunkin' Donuts und das war total lecker, oder? Ja. Ich habe jetzt voll Bauchschmerzen. Ich habe natürlich nichts gegessen, weil ich habe ja mache eine Otaku-Diät. Ja, ich habe dafür alle 12 gegessen. Waren es 12? Ja. Das ist natürlich wahr. Ja, dann macht's gut. Bis später. Und auch nach dem Treffen mit Tim ist hier irgendwie kompletter Ausnahmezustand. Hier ist auch nochmal ein Baum runtergekracht. Deswegen laufe ich jetzt einfach eine Stunde. Moment. Ja, soweit ich gehört habe, ist da nochmal ein Baum runtergekracht auf der. Auf irgendwo in der Strecke oder sonstiges. Alles liegt dann nochmal lahm da auf der. Irgendwo ich jetzt war, da waren auch wieder ganz viele Leute gestanden. Aber jetzt nutze ich einfach mal die Zeit. Flugzeug! Alt-Tegel bin ich übrigens. Jetzt nutze ich die Zeit und erkunde halt einfach noch eine Stunde lang Berlin. Ich muss eh nur zum Hauptbahnhof, deswegen das werde ich schon finden. Mein Akku ist nicht leer von meinem Handy und kein Google Maps. Aber wenn ich es in Japan geschafft habe, mich durchzuschlagen mit den anderen, dann schaffe ich das hier in Deutschland auch allein. Ja, man glaubt es nicht. Ich habe es geschafft. Ich bin wieder zurück. Es war ein Heckmeck irgendwie mit den Hin- und Hergefahren und Unwissenheit. Und dann am Ende bin ich einfach drauf losgefahren. Mehr als falsch fahren kann man ja nicht. Ich hatte ja dieses Komplettticket. Irgendwie habe ich es geschafft, hier wieder anzukommen. Deswegen, Leute, habt keine Angst, auch wenn ihr euch mal verfahrt. Nehmt alles gelassen. Ich bin auch ein Stück gelaufen. Aber ich finde, das ist auch mal eine ganz gute Erfahrung, wenn man mal läuft und mal Sachen sieht, die man sonst gar nicht sehen würde. Also von dem her sehen alles positiv. Und verbeißt euch da nicht und seid nicht so sauer. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von dem heutigen Tag. Ich bin im Chase Store gewesen und ich habe japanisch gegessen. Nicht da, wo ich es geplant hatte. Aber da war es auch sehr lecker, muss ich sagen. War ein geiler Tag, war cool. Und morgen geht's weiter. Morgen ist wieder frühes Rundfahrt. Und dann werde ich mal zum Alex schauen. Zum Alexander Blatz. Und vielleicht noch abends irgendwo japanisch essen gehen. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt schon sehr glücklich mit der Reise. Also hat sich schon gelohnt, nach Berlin zu fahren bis jetzt. Guck mal, GoPro. Hallo. Tschüss. Hey, meine Freunde. Weil es doch ein bisschen länger geworden ist, teile ich das Ganze lieber auf zwei Teile auf. Beim nächsten Mal gibt es dann auch wirklich die Rezession zu JSTOR und ein paar Einblicke. Weil die haben dann doch erlaubt, dass ich filmen darf. Und Chaos Cherry treffen wir auch noch und deswegen freue ich mich auf den nächsten Teil. Bis Mittwoch bzw. morgen. Also wir sehen uns auf jeden Fall. Ciao!